8. Svenedis glücklich. Immerhin ist sie ihres Zeichens zweite Hilfskrankenschwester in einer medizinischen Einrichtung für hoffnungslose Fälle. Die fleißige Rubafa sieht gut gelaunt ihren Dienst weit hinten in der Provinz Lüpora, oben im Bergsanatorium Altrosa. Es gibt insgesamt 3 Hilfskrankenschwestern im Altrosa, Svenedi jedoch ist die allererste Schwester Spezies Ruba, welche die Aufnahmeprüfung bestanden hat. Dabei ist sie gerade erst 15 geworden. Von Kopf bis Fuß ein stolzer Anblick, wie schick ihre neue weiße Uniform ist. Besonders gefällt ihr die schnittige Kappe mit dem roten Plus. Tralala, gerade putzt sie den Flur, hat einen Stöpsel im Ohr und tänzelt dabei in wohlbekannter Manier. Leise säuseln recht elektronische Klänge aus ihrem Knopf in den Gang, zwischen jedem Wisch schnippt sie mit den Fingern. Svenedi wurde auf dem Gründenden Le Monde Trümo geboren und unterrichtet der Heimatwelt alle Ruba. Vor einem halben Jahr durfte sie dann hier unten auf dem Rivi im berühmten Sanatorium ein Praktikum beginnen. Sie ist keinesfalls allein. Immerhin versehen wie so oft andere Artgenossen tatkräftig ihren Dienst in der Hausreinigung. Alle angestellten Spezies Ruba sind in einem schmalen Eckhaus im Seitentrakt hinter dem Hauptgebäude untergebracht. Gern hilft Svenedi auch bei der Putzerei mit, aber sie hat als einzige ihrer Art weiterreichende Befugnisse. Lulalakwik schnupft piep sie vor sich hin, als plötzlich ihr Kom vibriert. Pflichtgemäß liest sie das Display. Ohlala, das ist aber aufregend. Dr. Jedwig Lippentrof persönlich hat ihr eine Nachricht geschickt. Noch nie hat sie eine Nachricht vom Leiter des Sanatoriums bekommen. Sie soll gleich runter zur Aufnahme kommen, steht da geschrieben. Sofort lässt sie alles stehen und liegen und macht sich neugierig auf den Weg. Es kommt häufig vor, dass Patienten spontan eingeliefert werden. Die moderne Technik macht's dabei möglich, dass bereits ihre Akte bekannt ist. Direkt bei Einlieferung wird also gleich beschlossen, wie mit dem Neuankömmling verfahren wird. Doch irgendwas ist diesmal anders. Das erste, was Svenedi auffällt, ist eine Fremde, eine Jugendliche, die den neuen Pflegefall angebracht hat. Brutal sieht sie aus, fast hässlich. Komisch denkt sie sich, ohne dies jedoch nach außen zu zeigen. Ein schwieriges Unterfangen für eine Ruba, plappern die doch normal alles gleich so raus, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Doch Svenedi ist klug, lernt schnell. Dann die Patientin total weggetreten. Oder bereits gefügig gemacht. Keine Zeit zum Grübeln, denn gerade kommt Jedwig Lippentrof angerauscht. Er hält seinen Kom in Händen, liest die Patientenbeschreibung durch. Aha. Noxios persönlich murmelt er, dann wollen wir mal so sopp, gewaltbereit, ungehorsam, aufwieglerisch mit Hang zur Selbstüberschätzung, verschwörerisch, gut, die werden wir schon klein kriegen. Namen erfahrt Kalpan bei Eltern unbekannt, das ist praktisch. Da schau her, aus den Ostprovinzen. Ja, die können Ärger machen. Die bringen wir gleich runter in die Katakomben. Hilfskrankenschwester, komm mal her. Sofort macht sich Svenedi auf den Weg, dann stolpert sie. Die hässliche Knolle hat ihr ein Bein gestellt. Sie johlt, pass auf, wo du hintappst, Lohnchen. Svenedi fängt sich schnell wieder, schaut jedoch Margot Rottweil entgeistert an. So was ist ihr noch nie passiert. Warum hat die so einen Hass? Dr. Lippentrof ignoriert die Szene. Schwaches Bild. Er hätte auch eingreifen können. So jedoch meint er lapidar unsere neue Patientin. Bring sie gleich runter nach U12. Ah. Dort wird sie wohl die erste Zeit residieren. Ich kümmere mich später persönlich um sie. Svenedi klemmt sich hinter die Bare und schiebt die schlafende Padgarabetsch-Abon raus.